Damals. Der Frachter schwamm wie ein fetter goldener Fisch in der Schwärze des Weltraums. Von einem Sextett Trägerschubdüsen auf Kurs gehalten, befand er sich auf dem langen Weg zu seinem Zielhafen auf Gamular Nebor. Alle Besatzungsmitglieder Syndolon. Angehörige einer vage menschenähnlichen Spezies mit elfenhaft dünnen Gliedmaßen. Niemand an Bord ahnte, dass dieser Raumsektor nicht ganz so verlassen war wie geglaubt. Im Schatten eines nahen Asteroiden lauerte eine Flotte von 2-Mann-Raumjägern der Dreskula-Klasse. Stromlinienförmige Maschinen, deren Form einen terranischen Beobachter an mechanische Hammerhaie erinnert hätte, mit schweren Lasergeschützen an den Flossen und Zeichnungen gekreuzter Knochen und Totenschädel auf den Hüllen, die auf Hunderten von Welten nur eines bedeuteten. Ah, was hab ich dir gesagt? Da ist die Schönheit, mein Junge. Vom Bug bis zum Heck randvoll beladen mit Marik-Kristallen. In einem der Jäger saß ein alter Borgone, klein und kompakt wie ein Fass. Seine pechschwarzen Borsten waren mit grauen Strähnen durchzogen und 4 mächtige blitzweiße Hauer krümmten sich unter einem kurzen Rüssel empor. Seine kleinen gelben Augen leuchteten voller List und Tücke, als er über die Schulter zu seinem Co-Piloten blickte. Einem Jungen mit tiefgrauer Haut und leuchtend roten Haaren, der ein selbstsicheres Lächeln zeigte. Musik in meinen Ohren. Hat der Fisch Zähne? Nicht ernsthaft. Ich scanne nur 3 Partikelstrahler Klasse 5. Schilde? Nichts, was wir nicht knacken könnten. Da lacht mein altes Lederherz. Bereit, mein Junge? Hey, ich bin bereit geboren worden. Das wollte ich hören. Wagwan Klingentänzer, alle Jäger bereithalten. Nalja und Injura, meine Hübschen, was ist mit euch? Die Maifa-Schwestern sind wie immer an deiner Seite, Vago. Entzückend. Formation Veltra, Standardangriffsmuster. Der Letzte, der an Bord geht, schrubbt die Latrinen mit seiner Zunge. Heute ist ein guter Tag, Pirat zu sein. Ich spür's in meinen Knochen. Aye, Captain. Die Raumjäger der Piraten rasten auf den Frachter zu. Seine Kanonen eröffneten augenblicklich das Feuer. Aber die Angreifer waren zu schnell, ihre Bahnen zu chaotisch. Captain, das Schild wird nicht mehr lange halten. Die Brückenbeleuchtung war zu einem tiefen Rot herabgesenkt worden. Verdammt. Auf dem gesamten Schiff galt höchste Alarmbereitschaft. Captain Kartling! Handelsherr Rolano, ihr solltet euch zurück in euer Quartier begeben. Ihr sagtet, dieser Sektor sei verlassen! Niemand würde uns... Sag das nicht mir. Sag das diesem Abschaum da draußen. Alle Mann aufgehorcht. Hier spricht Vago Korak, Herr der Klingentänzer. Vater der Sterne. Ihr kriegt nur eine Chance, euch zu ergeben. Andernfalls werdet ihr feststellen, dass all die Horror-Stories über meine Wenigkeit nicht übertrieben sind. Was... Ich sehe keine andere Option. Captain, ich habe Kristalle im Wert von 1 Trillion Galax an Bord. Vielleicht hättet ihr noch ein paar hunderttausend für eine Eskorte drauflegen sollen. Sie dürfen nicht den Piraten in die Hände fallen. Das wäre mein Ruin. Ruiniert oder tot, ihr könnt es euch aussuchen. Frachter Amtaria an Piraten. Wir ergeben uns. Nein. Ich wiederhole. Nein. Wir ergeben uns. Sie haben nicht gelogen. Das Schild ist unten. Ha, das war leichter als einem Gulvonen den Pelz zu verknoten. Vago an alle. Klar machen zum Entern. Los! Tut irgendetwas! Kämpft! Nein. Ich befehle es euch! Nicht für alle Galax dieser Welt. Habt ihr vergessen, wer vor euch steht? Ich bin Rolano Kosulam IV. Captain, sie haben angedockt.
Wenn ich euch einen Rat geben darf, zieht euch eine Mannschaftsuniform über, so schnell ihr könnt, bevor die Piraten ebenfalls merken, wer ihr seid. Vago und seine Meute stürmten das Schiff. Mannschaftsmitglieder in grauen Overalls rissen die Hände in die Luft. Guten Abend. Nicht schießen. Das Schiff gehört euch. Sehr vernünftig. Trupp 1 bis 3, plündert, was ihr tragen könnt. Garlin, du kommst mit mir. Ja. Wenn ich um die Öffnungskombination des Frachtraums bitten dürfte. Ihr verfluchten Piraten, dafür werdet ihr bezahlen. Ich werde euch... Nein, das wirst du nicht. Garlin, mein Junge, ich sehe deine strahlende Zukunft auf dich zukommen. Erzähl mir mehr davon. Heute. Bestätige, Eric. Sie erhalten die Andockerlaubnis für Hangar 105. Ich wiederhole, für Hangar 105. Eric an Werftkontrolle. Haben verstanden. Hangar 105. Rick Future, persönliches Logbuch. Wir haben es nach Skurios geschafft, nur eine halbe Stunde, bevor uns die Vetroporen um die Ohren geflogen wären. Die Raumwerft ist irgendwie nicht hübscher geworden. Hässliche Raumhangars in allen Formen und Größen, die auf einem Planetoiden kleben wie Seepocken. Soweit wir wissen, ist Trisk immer noch der Chef der Werft und er schuldet mir den einen oder anderen Gefallen. Ich hoffe, er erinnert sich genauso gut daran wie ich, denn unser Interkonto sieht nicht besonders rosig aus. Und die Eric wieder flugtauglich zu kriegen, wird nicht billig. Rick? Ja? Wir docken an. Bring uns heil runter, bevor das Schiff endgültig auseinanderfällt. Kennst mich doch. Grazil wie eine Feder im Wind. So oder so. Wir können nicht ewig bleiben. Der intergalaktische Sicherheitsdienst ist uns wahrscheinlich immer noch auf den Fersen. Die Zeit drängt also. Mal wieder. Die Eric hatte kaum in der Metallhöhle des Raumhangars aufgesetzt, da rollten auch schon Servodroiden und Analysemaschinen auf das Schiff zu, um es von allen Seiten zu durchleuchten. Rick und seine Crew wurden bereits erwartet. Ein alter Grabuck stand am Ende der Gangway. Sein Gastropodenkörper schimmerte rotbraun wie frische Leber, während seine vier Stielaugen jeweils einen der Neuankömmlinge beobachteten. Er hob grüßend die sechs dünnen Ärmchen unter dem halslosen Kopf. Rick Future, Hubert und die entzückende Miss Ilfi. Willkommen auf Skurios, meine Freunde. Hi, Twisk. Hallo. Du siehst gut aus. Genug der Schleimereien. Sagt mir lieber, was ihr eurem armen Schiff angetan habt. Naja, ein kleines Stelldichein mit der letzten Maifahrschwester. Die Vitroporen sind so gut wie hin. Die Hülle hat mehr Lücken als das Gebiss meiner Großmutter. Wie man deutlich sieht. Kriegst du sie wieder flott? Miss Efi, wenn meine Jungs das Schiff nicht wieder hinkriegen, dann niemand. Und macht euch keine Gedanken über die Kosten. Danke, Trisk. Ach ja, wir wären echt dankbar, wenn der intergalaktische Sicherheitsdienst nicht von unserem Aufenthalt erfährt, ja? Keine Sorge, ich halte meine Radula hübsch im Zaum. So, dann werde ich mich mal um alles kümmern. Macht es euch so lange bequem. Meine Werft ist eure Werft. Und damit kroch er von dann. Hubert? Also wirklich? Wo sollen wir uns das denn hier bequem machen? Ich kenne Folterkeller mit mehr Komfort. Ja. Es gibt eine kleine Bar, gleich den Korridor runter. Geht ruhig. Von mir aus? Alles klar. Ich bleib so lange auf dem Schiff und scanne nach unseren Freunden vom Sicherheitsdienst. Wir bleiben in Kontakt. Komm, Söhnchen, Onkel Hubert spendiert ein Glas Limonade. Ich krieg Seitenstechen vor Lachen. Du musst nicht hier bleiben. Ich weiß, aber ich dachte, du hast vielleicht nichts gegen ein wenig Gesellschaft. Bestimmt nicht. Also,
Ein Uludaner, ein Golvone und ein Itzlak kommen in eine Bar. Nein, warte mal. Ein Terraner, ja. Oder war es ein Tribulaner? Ja, verdammt. Hör zu, Großer. Warum bleibst du nicht hier sitzen, bastelst erstmal an der Pointe, während ich mir noch einen Drink hole? Hm? Bring mir noch Slack mit. Oder lieber einen kalorienarmen Gluck. Ich muss nachher noch fliegen. Und auf deine Linie achten. Sötchen? Entschuldigung, darf ich mal durch? Achtung, ich muss mal... Danke. Hast du keine Augen im Kopf, Rotschopf? Hä? Hey, warte mal. Darf ich denn meinen alten Augen noch trauen? Galen! Ich glaub das nicht. Chirn, du vertrocknetes Reptil. Mann, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, hä? Beim letzten Treffen der Klingentänzer, kurz bevor der Bund auseinandergebrochen ist. Ah, ja, richtig. Und wie geht's dir? Immer noch im Entern- und Plündern-Gewerbe tätig? Ist mir zu heiß geworden. Der verdammte Sicherheitsdienst hat zu viele von uns einkassiert. Jetzt mache ich Frikander, deale nebenbei ein bisschen mit Traumstaub. Und selbst? Tja, ich bin mittlerweile Freelancer. Meine Crew und ich, wir erledigen kleine Jobs nebenbei. Fast alles anständig. Allerdings muss ich Ihnen dauernd sagen, wo es lang geht. Du und anständig. Sei froh, dass Vago das nicht mehr hören kann. Wie meinst du das? Guckst du etwa keine Nachrichten? Oh, jetzt red schon. Er hat sich mit den Autokraten von Shanaga angelegt. Was? Falls du dich doch noch mit ihm aussöhnen wolltest. Die Chance ist passé. Sie haben ihn eingebuchtet? In 3 Standardtagen wird der große Vago hingerichtet. Oh, Scheiße. Die Zukunft ist im Wandel. Der Weltraum ein Ort voller Rätsel und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden bin ich auf der Suche nach Antworten. Unsere Reise ist eine ewige Jagd im Sternenlicht. Mein Name ist Rick Future. Piratenehre. Ich schätze, man erfährt nicht alle Tage, dass man eine erwachsene Tochter hat, die noch nicht einmal geboren wurde. Jetzt muss ich mich die ganze Zeit mit der Frage quälen, was, wenn ich Theros Geburt ungewollt verhindere? Also wenn ich irgendetwas tue, das die Zeitlinien verändert? Und wenn ich der Vater bin? Wer ist denn die Mutter? Rekorder aus. Rick? Komm rein! Störe ich? Nein, ich habe nur meine... Naja, meine Gedanken ein bisschen geordnet. Die Botschaft auf Kessador. Nicht wahr? Bin ich so durchschaubar? Rick, wenn ich dir irgendwie helfen kann... Bitte glaub mir, ich würde dich wirklich gerne einweihen. Euch alle. Aber das darf ich nicht. Was?
Ja, so ist es halt. Früher konnten wir über alles reden. Und das können wir immer noch. Nur nicht über dieses eine Thema. Es ist so verflucht kompliziert. Wo doch unser Leben sonst so unglaublich simpel ist. Glaub mir, das hier ist etwas völlig anderes. Du weißt, dass es nichts mit dir zu tun hat, oder? Oh. Rick. Garland, was hatten wir nochmal übers Anklopfen vereinbart? Ach, keine Zeit für diesen Quatsch. Was ist passiert? Seit ich an Bord bin, habe ich nie irgendetwas von euch verlangt, oder? Naja, nur eine Matratze mit Massagefunktion, einen eigenen Astranet-Anschluss. Ich meine nichts Wichtiges. Um was geht es? Ich brauche euch. Unterschiff. Okay. Wofür? Ich will jemanden aus dem Knast befreien. Was? Wen? Es war Nacht auf dieser Hälfte des Planeten Nitai. 4 seiner 8 Monde standen am Himmel über der kuppelförmigen Villa aus glitzerndem Sidian-Quarz. Sie war das einzige Gebäude auf der kleinen Insel inmitten eines endlosen türkisen Ozeans und in ihrem Garten säuselten azurblaue Palmen leise im Tropenwind. Doch die Idylle trug, denn auf dem Gelände patrouillierte ein Dutzend syndolonischer Wachmänner. Zentrale an Posten 3, Status. Ausgerüstet mit spiegelnden Schutzpanzern und wuchtigen Lasergewehren, sondierten sie ihre Umgebung mit den Multispektralscannern ihrer Helmvisiere. Posten 3 hier. Alles ruhig und friedlich. Moment. Da war irgendwas. Was zeigt der Scanner? Da vorne im Wasser. Da war nichts. Ich... Nur ein kaum merkliches Flirren in der Luft direkt vor ihm. Posten 3, was zeigt der Scanner? Nichts. Alles Roger. Posten 3, Ende. In der Tat. Noch bevor der Wachmann zu Boden gegangen war, bildeten sich im penibel gepflegten Federgras die Abdrücke großer Füße mit 3 Krallen. Sie hielten auf einen kleinen Palmenhain zu und stoppten dort. Ganz in der Nähe befand sich die Eingangstreppe der Villa. Hey, ich habe eine Bewegung auf dem Scanner. Bist du sicher? Auf Infrarot kann ich nichts sehen. Da vorne, hinter den Palmen. Was los mit dir? War wohl nur ein Tier. Nein, war wohl nur ein Tier. Was ist los, Mann? Du klingst, als würdest du gleich einschlafen. Töte ihn. Nein! Töte ihn. Ich töte ihn. Verdammt, was machst du denn? Nimm die Waffe! Und jetzt die Mündung ans Kinn. Ich will nicht. Bring es zu Ende. Gut. Neue Abdrücke erschienen im Gras. Sie verließen den Palmenhain und eilten vorbei an den toten Wachmännern die Quarztreppe hinauf bis zur Eingangspforte der Villa. Verdammt! Achtung an alle! Eindringling im Foyer! Finden und eliminieren! Das Foyer ist leer. Scannt alle Spektren. Es muss jemand da sein. Wir sehen es doch mit eigenen Augen. Aber könnt ihr euren Augen auch trauen? Was? Wer ist da? Während all dieser Zeit lag der Herr des Hauses in seinem Bett. Als sich die Tür zu seinem Schlafgemach öffnete, hob er unter größter Anstrengung das schüttere Haupt und der Biomonitor links von ihm piepte im Takt seiner trommelnden Herzen. Doch bevor er blinzeln konnte, spürte er die Klinge an seinem faltigen Hals. Ein Flirren erfüllte die Luft rechts neben seinem Bett. Ausgezeichnet.
Habt ihr daran gezweifelt, Rolano? Das Flirren in der Luft gerann zu einer festen Form. Die Kreatur, die jetzt neben Rolanos Bett stand, war gut 2,5 Meter groß und dürr wie ein Skelett. Das Tarnpolymer, das ihren Körper bedeckte wie eine zweite Haut, floss vom Kopf des Wesens zurück und offenbarte ein aschgraues Knochengesicht mit einem starren Grinsen. 2 leuchtende Schlitzaugen sahen Rolano an. Doch das Psi-Blocker-Implantat in seinem Schädel neutralisierte ihren Einfluss. Eine sehr beeindruckende Demonstration. So wenig Mitleid für eure Wachen. Wenn ihr so einfach an ihnen vorbeikommen konntet, waren sie eindeutig überbezahlt. Ihr dagegen seid jeden einzelnen Galak wert. Gorus Tech. Sicher habt ihr mich nicht herbestellt, um mir Dinge zu sagen, die ich bereits weiß. Nein. Ich will, dass ihr jemanden findet und ihn zu mir bringt. Dieser Abschaum hat mich an den Rand des Ruins getrieben, mich gedemütigt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es ist, mit so einer Schmach leben zu müssen. Kaum. Alle meine Feinde sind tot. Jahrelang habe ich nach ihm suchen lassen, um ihn dafür büßen zu lassen, was er... Ihr scheint etwas angeschlagen. Meine Herzen. Der Hass hat meinen Körper halb zerfressen. Ich werde bald sterben. Aber bevor ich diese Welt verlasse, will ich, dass ihr leidet. Sprecht weiter. Wie ich sagte, ich habe nach ihm suchen lassen. Ohne Erfolg. Doch jetzt weiß ich, wo er ist. Und ich will, dass ihr ihn hierher bringt, damit ich mich persönlich bei ihm revanchieren kann. Das wird nicht billig. Seid unbesorgt. Wenn ihr diese Insel das nächste Mal betretet, seid ihr ein reicher Mann. Gut zu wissen. Auch wenn ich meine Arbeit nicht allein aus materiellen Gründen tue. Wer ist die Zielperson? Diese Missgeburt heißt... Vago? Vago, mein alter Boss, mein Vater. Ja, wie jetzt dein Vater? Ich dachte, du bist der Einzige deiner Art. Natürlich nicht mein leiblicher Vater, aber er hat mich adoptiert, mir alles beigebracht. Er ist das Nächste, was ich in diesem Universum an Familie habe. Ich meine, außer euch. Ich dachte, ihr habt euch zerstritten. Ja, aber ich kann nicht einfach zulassen, dass sie ihn killen. Piratenirre. Außerdem will ich wenigstens noch einmal mit ihm reden. Einige Dinge klären. Verstehst du? Ja, natürlich. Wo haben Sie ihn denn hingebracht? Exelon. Was? Der Hochsicherheitsknast der Shanagar-Autokratie? Ja, genau der. Bitte, Rick. Allein kriege ich das nicht hin. Aber... Nur ein kurzer Einwurf am Rande. Wir reden hier von Vago Korak. Vago, der Abscheuliche. Geißel der Galaxis. Ach. Schrecken der Sternwege. Wenn man ihn erstmal besser kennt, ist er gar nicht so übel. Er ist ein verdammter Pirat, ein Mörder. Der Kerl hat allein im golvonischen Raum 24 Schiffe überfallen und einen Großteil der Besatzung abgeschlachtet. Und diesem Abschaum sollen wir zur Flucht verhelfen? Reg dich ab, Hubert. Aber ich muss zugeben, das ist ein ziemlich gutes Argument. Ach, von mir aus können die danach die Golvon haben. Die behandeln ihre Gefangenen wenigstens halbwegs human. Aber Exelon ist ein Höllenloch. Die Dinge, die sie da mit den Knastis anstellen... Na, sind wahrscheinlich alle noch viel zu harmlos. Bitte, Rick. Ich weiß nicht, das...
Das ist kein Spaziergang. Und vielleicht sollten wir... Wenn es um deinen Vater ginge, würdest du es nicht auch riskieren? Egal, was vorher war? Du kennst doch meine Antwort. No. Du hilfst mir? Ja, aber nur unter einer Bedingung. Wir übergeben ihn danach einem ordentlichen Gericht, okay? Ja, na klar. Ja, ich helfe euch. Danke. Und was ist mit dir, Großer? Dein Daddy kann von mir aus auf Exelon verraten. Aber ich werde Rick und Pippi mit Sicherheit nicht allein in die Höhle des Wag ziehen lassen. Danke, Großer. Dank mir, wenn wir mit heiler Haut davongekommen sind. Du hast es selbst gesagt, Exelon ist ein Höllenloch. Wir bräuchten also einen ziemlich guten Plan. Hast du einen anzubieten? Ja, ich glaube schon. Aber euer Kumpel Twisk muss uns mit ein bisschen Equipment aushelfen. Direktorin Key. Oaki für Sie. Ich würde mich ja gern verneigen, aber diese Fesseln sind etwas eng, fürchte ich. Meine Männer können sie gern noch enger stellen. Jederzeit. Etwas sagt mir, das hier wird kein Freundschaftsbesuch. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl. Wir geben Ihnen eine letzte Chance. Wo ist der Rest Ihrer Mannschaft? Hoffentlich an einem sonnigeren Ort. Ganz ehrlich, das Ambiente hier lässt sehr zu wünschen übrig. Ich komme mir vor wie in einem Gefängnis. Halt die Klappe! Mein Bruder war Kampfpilot bei der Handelsmarine. Damit beauftragt, unsere Frachter während des Transits vor Angreifern zu beschützen. Wissen Sie, durch wessen Hand er starb? Ich ahne es. Der Autokrat hat mich beauftragt, es Ihnen bis zu Ihrer Hinrichtung so unbequem wie möglich zu machen. Eine Order, der ich gerne Folge leiste. Viviseziert ihn Glied für Glied. Wenn er kurz vor dem Exitus steht, flickt ihn wieder zusammen. Und danach fangt ihr von vorne an. Zu Befehl. Komm mit, Abschaum! Beweg dich! Finger weg! Dreckiger Pirat! Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, über die Fehler der Vergangenheit nachzudenken. Sieh dir das an, mein Junge. Für eine Handvoll dieser Klunker würden manche ihre Seele verscherbeln. Nicht, dass ich Verwendung für sowas hätte. Bist du noch bei mir, Junge? Ja, hurra für uns. Sorry, war ganz in Gedanken. Dem alten Vago kannst du nichts vormachen. Du denkst an deine Leute. Wie kann ich an jemanden denken, den ich nicht mal kenne und den es vielleicht nicht mehr gibt? Oh, Garlin. Du weißt doch, meine Agenten suchen überall nach ihnen. Und eines Tages werden sie sie finden. Ich habe da so eine Ahnung, dass dir was Großes bevorsteht, mein Junge. Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Wann immer du von meiner großen Zukunft und meinem Schicksal redest, habe ich das Gefühl, dass du mehr weißt, als du sagst. Über mich und über meine Leute. Das trifft mich tief. Alles, was ich weiß, weißt du auch. Ich habe dich als Baby in einer Rettungskapsel gefunden, in Biostase. Mutterseelen allein zwischen den Sternen. Ja. Und in einem plötzlichen Anfall von Herzensgüte hast du mich unter deine Fittiche genommen, hm? Wir haben alle unsere schwachen Momente. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, aber... Nein, das ist noch nicht alles. Du verheimlichst mir irgendetwas. Mein Junge, sieh mich an. Können diese Augen lügen? Ja, du lügst die ganze Zeit. Du bist ja auch ein verdammter Pirat. Aber was ist mit mir? Wer bin ich, Vago? Mein Junge... Sag es mir. Du bist der Sohn, den ich nie hatte. Wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Das ist die Wahrheit. Das glaubst du mir doch, oder, Garlin? Garlin! Garlin!
Merlin! Die Söhnchen, aufwachen! Ich bin wach. Wir sind demnächst da. Ja, bin sofort auf der Brücke. Hoffentlich. Halt durch, Vago. Wir erreichen Exelon in 14 Minuten 8 Sekunden. Oh, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir das tun. Besser, ich check mal das Equipment. Ja, gute Idee. Meinst du, der Plan haut hin? Wir haben leider nur eine Chance, das rauszufinden. Rick? Hä? Wegen vorhin. Ja. Ich weiß, dass du gute Gründe hast, es uns zu verschweigen. Ich meine, was du auf Kessador erfahren hast. Ich wollte nur... Ich meine... Du sollst nur wissen, dass ich für dich da bin. Immer. Hey, das weiß ich doch. Und umgekehrt gilt das genauso. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Wir haben Sichtkontakt. Ich zoome's auf den Schirm. Wenn es einen Preis für das abstoßendste Gefängnis aller Zeiten gibt, haben wir hier den Gewinner. Der Rahmensektor, den sie durchflogen, war ein Schiffsfriedhof. Wracks aller Größen und Arten schwebten stumm im Vakuum wie mechanische Kadaver. Halb verfallene Überbleibsel der legendären Schlacht von Nomari. Im Zentrum des Friedhofs schwebte ein schmutzig-graues Konstrukt, das aussah, als wäre ein Dutzend Raumschiffe aus verschiedenen Richtungen auf einen einzigen Punkt zugerast, dort aufeinander geprallt und anschließend miteinander verwachsen. Positionslichter pulsierten blutrot, während zahllose Waffensysteme dem Vektor der Eric folgten. Achtung, unbekanntes Schiff. Sie betreten unaufgefordert schanagarisches Hoheitsgebiet. Identifizieren Sie sich oder wir ergreifen Verteidigungsmaßnahmen. Ich würde sagen, wir haben Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Okay, ich bin bereit, Leute. Es kann losgehen. Also dann, Showtime. Hier spricht Captain Newton Curtis an Bord der Meteor. Keine Sorge, wir tun Ihnen schon nichts. Aber wir haben eine Fracht an Bord, die Sie sehr interessieren dürfte. Durchstellen. Jawohl, sofort. Ich bin Direktorin Oa Ki, Leiterin dieser Einrichtung. Ich warne Sie, nicht meine Zeit zu verschwenden. Wie man hört, sitzt der Erzpirat Vago bei Ihnen ein. Sicher haben Sie auch Interesse an einem seiner Komplizen. Interessant. Soweit wir wissen, war der Bursche Vagos Nummer 1. Dachte, Sie wollen ihn vielleicht bei sich einquartieren. Meteor, bleiben Sie auf Standby. Analyse. Das Gesicht des Jungen deckt sich mit den Aufnahmen, die wir von Vagos rechter Hand haben. Durchstellen. Meteor, bringen Sie die Kreatur an Bord. Wir senden Ihnen einen Landevektor. Vielen Dank. Meteor Ende. Lasst sie an Schleuse 14 andocken. Ich will einen voll bewaffneten Trupp zu ihrem Empfang. Verstanden. Mit Galin, gefesselt und geknebelt in ihrer Mitte, durchquerten Rick und Hubert den ewig langen Tunnel der Andockschleuse. An seinem Ende öffnete sich eine Drucktür automatisch vor ihnen und entließ sie in eine kleine Frachthalle. Oh, dieses Ding ist von innen noch viel abstoßender als von außen. Wer ist denn der Innenausstatter? Der Marquis de Sade? Der was de wer? Skeletthafte Verladekräne mit Ketten aus schwarzem Stahl standen herum. Die Wände wirkten wie aus altem Eisen gehämmert. Dunkel, verbeult und zerkratzt. Und Rick hätte schwören können, dass der eingetrocknete Fleck auf den Bodenplatten vor ihnen einst Blut gewesen war. Und da kommt ja auch schon das Begrüßungskomitee. Los, Piratendreck, beweg dich! Hey, daran könnte ich mich gewöhnen. Ricks Blick wanderte von den schwarz gepanzerten Wärtern zu der Frau, die ihnen voranschritt. Wie alle Shanagarier war Oa Ki eine Humanoide mit purpurner Haut ohne jede Behaarung. Sie trug einen weißen Edelstein mitten auf der glatten Stirn. Rick konnte nicht sagen, ob er aufgeklebt oder ins Fleisch implantiert war. Er wusste nur, dass ihr kalter, stolzer Blick
aus den übergroßen, starrenden Augen ihn nervös machte. Heil Shanagar. Willkommen an Bord des Strafgefangenenlagers Exelon. Heil Shanagar. Captain Curtis. Sie wirkten auf dem Monitor größer. Lustig. Sie auch? Die Wunder der Telekommunikation. Das hier ist mein Partner, Herbert. Danke für den persönlichen Empfang, aber wir hätten die Ratte auch einfach per Transporterstrahl schicken können. Nein, hätten Sie nicht. Die gesamte Anlage ist durch ein Störfeld vor Transportsignalen geschützt. Man kann... Nicht vorsichtig genug sein. Ja, kenne ich alles. Schon klar. Da wir gerade beim Thema sind, scannt ihn. Jedes Molekül seines Körpers. Jawohl. Mach die Beine breit. Er ist sauber. Das ist er also, Garlin. Vagus Ziehsohn. Halt die Klappe! Der kleine Stinker hat versucht, unser Schiff zu stehlen, als wir einen Zwischenstopp auf Septimus gemacht haben. Es hat eine Weile gedauert, bis wir gemerkt haben, wen wir da an Bord hatten. Er wird Ihnen nicht länger zur Last fallen. Wir nehmen ihn in Untersuchungshaft. Danke für Ihre Kooperation. Es gibt nicht zufällig eine Belohnung oder sowas? Sollte das der Fall sein, wird man Sie informieren. Männer, bringt ihn in Vagus' Zelle und hört sie ab. Vielleicht erfahren wir dabei, wo sich der Rest seiner Mannschaft befindet. Zu Befehl. Ah, von mir aus können Sie ihn ruhig ein bisschen weichklopfen. Der Bengel geht mir echt unter den Pelz. Seien Sie unbesorgt. Okay, wenn es gestattet ist, würden wir ihn noch gerne in seine Zelle bringen. Nein, Sie werden auf Ihr Schiff zurückkehren und diesen Raumsektor verlassen. Verlassen? Ja, klar. Gut. Wie Sie wollen. Sie haben der Gerechtigkeit einen großen Dienst erwiesen, meine Herren. Leben Sie wohl. Man sieht sich. Rick und Hubert kehrten zurück zur Schleusentür, wobei Rick einen letzten Blick zu Garlin warf. Der Junge nickte kaum merklich, während die Wärter ihn aus der Andockbucht zerrten. Rick betete, dass niemand den Staub bemerkte, den Hubert hatte zu Boden rieseln lassen. Kurz darauf ließ die Eric das Gefängnis mit Hochgeschwindigkeit hinter sich. Hast du alles mitbekommen, Püppi? Ja, sie haben es geschluckt. Fürs Erste. Okay. Hoffen wir, dass es keine bösen Überraschungen gibt. Nähern uns dem Ziel. Tarnmodus wird eingeschaltet. Gut. Die Wärter hatten den Frachtraum noch nicht hinter sich gelassen, als der Staub auf dem Metallboden zum Leben erwachte. Wie magnetisch angezogen bewegten sich die mikroskopischen grauen Partikel aufeinander zu, als würden unsichtbare Hände ein dreidimensionales Puzzle zusammensetzen, bildeten sich Stück für Stück hauchzarte Flügel, ein winziger Kopf, kaum sichtbare Beinchen, bis in der nächsten Sekunde ein mechanoides Insektform angenommen hatte. Eine Mikro-Reparaturdrohne, kaum größer als eine Wespe. Eile war geboten. Die Drucktüren schlossen sich bereits. Schneller als das Auge folgen konnte, sauste der Apparat zwischen dem immer dünner werdenden Spalt hindurch und schwirrte aus dem Frachtraum im sicheren Abstand zu den davonmarschierenden Wärtern und der Direktorin. Nicht einmal Garlin hatte die winzige Maschine wahrgenommen. Ich hoffe, Ihr alter Boss freut sich, Sie wiederzusehen. So oder so, es wird nur ein kurzes Vergnügen für ihn. Garlin? Verdammt, wo steckt der Bengel? Stimmmuster erkannt. Was? Vago, Holoprojektor an. Garlin? Hi. Garlin, mein Junge, was soll das? Wo bist du? In dem kleinen Raumgleiter, den wir neulich geklaut haben. Weit weg vom Mutterschiff. Was soll der Blödsinn? Wo willst du hin? Wenn ich von dir keine Antwort kriege, dann muss ich sie eben selbst suchen. Mein Junge, lass den Quatsch. Komm wieder zurück. Wir können über alles reden.
Sorry, Vargo. Du hattest deine Chance und du hast sie vergeigt. Ja, du undankbarer Wurm, dreh auf der Stelle um. Verflucht nochmal, ich brauche dich. Ja, du brauchst mich. Du brauchst mich so, wie man ein Werkzeug braucht. Aber ich bin nicht dein Werkzeug. Und undankbar bin ich auch nicht. Ich weiß zu schätzen, was du für mich getan hast, was du mir beigebracht hast. Ja. Aber der Piratenjob war eh nichts für mich. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich von jetzt an solo fliege. Mein Sohn. Ach ja, und versuch nicht, mich zu finden. Ich weiß, wie man spurlos untertaucht. Immerhin habe ich vom Besten gelernt. Gar nicht. Leb wohl. So, rein mit dir. Mach's dir nicht so bequem. Haha, sehr witzig, du Arschloch. Garlin? Ihr Götter der Tiefe. Garlin! Vargo! Bist du das, mein Junge? Vargo! Ich hätte nie geglaubt. Ich meine, ich dachte, ich sehe dich niemals. Verdammt, was haben sie mit dir gemacht? Sie haben mich auseinandergerissen wie eine Puppe. Meine Arme, meine Beine, mein Gesicht. Sie haben mich zerfetzt, Stück für Stück, nur um mich dann in eine Heilmaschine zu stecken und wieder von vorne anzufangen. Ich schwör dir, dafür werden sie zahlen. Keiner darf sowas mit dir machen. Ich habe gehofft, dass ich dich noch einmal zu sehen kriege. Dass ich noch einmal mit dir sprechen kann. Vargo! Vargo! Behalt deine Tentakel in der Zelle, Abschaum! Hast du nicht auch manchmal den Drang, Gas in die Luftversorgung zu pumpen und einfach nur zuzusehen, wie sie verrecken? Jeden einzelnen Tag. Mistvieh! Was ist? Verdammtes Insekt oder sowas. Muss mal wieder mit dem Versorgungsschiff eingeschleppt worden sein. Ha, als ob sie nicht den Duden sie verkennen. Alles dran bei dir? Ja, alles an seinem Platz. Die Waffen? Geladen und schussbereit. Sehr gut. Die Luft ist rein. Efi, wir sind drin. Alles klar, Jungs. Phase 1 ist abgeschlossen. Kameras und Türen? Stehen noch unter meiner Kontrolle. Aber sie werden bald Schwitz kriegen, dass die Drohne ihren Zentralrechner anzapft. Also beeilt euch besser. Okay. Ihre Zelle liegt auf Ebene 12, Trakt 3. Folgt diesem Gang bis zur nächsten Kreuzung, dann biegt rechts ab. Bis zur nächsten Tür. Danach lotse ich euch weiter. Alles klar. Gute Arbeit, Efi. Und pass auf, dass die Erik weit genug vom Knast wegbleibt, Püppi. Ha, leichter gesagt als getan. Wenn sie zu weit entfernt ist, verliere ich die Verbindung zur Drohne. Du kriegst das schon hin. Ja, worauf wartet ihr denn noch? Los! Ich kann's nicht fassen. Der Käfer hat uns wirklich heil durch das Störfeld gebracht. Teleporttransmitter zusammen mit einer Reparaturdrohne einzuschmuggeln. Da muss man erstmal drauf kommen. Zugeben, der Plan ist gar nicht so übel. Wie jetzt? Ein Kompliment an Garlin? Von dir? Lass sie das nicht hören. Klar. Oh. Okay, hier ist die Kreuzung. Und die Tür. Sesam, öffne dich. Nicht. Efi, was ist los? Die Tür ist verschlossen. Ich weiß. Ich arbeite dran. Arbeite schneller, Püppi. Aber verdammt. Wir kriegen Besuch. Nur eine Minute. Die haben wir nicht. Die Tür, Püppi. Scheiße. Waffenbereit. Leise, Joghurt.
Wärter. Wärter 982 an Kontrolle. Kontrolle hier. Irgendwelche Aktivitäten auf Ebene 12? Negativ, alles ruhig. Wieso? Nichts. Schon gut. Was soll denn? 982 Ebene. Das war mal eine neue Definition von knapp. Ja. Los, weiter, bevor uns unser Glück verlässt. Was war das? Unser Glück, wie es gerade die Toilette hinabrauscht. Techniker 347 an Zentrale. Es gab tatsächlich einen Hüllenbruch in Sektion 68, aber er hat sich schon versiegelt. War wahrscheinlich nur wieder Weltraumschrott. Ich melde mich, sobald ich alles überprüft habe. 347 Ende. Verstanden. Hey, ist da... Dieser Schneider. Ja... Öffne deinen Schädel. Ich muss ihn öffnen. Viel war ohnehin nicht drin. Was war da gerade los? Ein Aufschlag in Sektor 68. Die Hülle wurde durchbrochen, es gab einen kurzen Druckabfall. Ein Techniker ist vor Ort, er sagt, es wäre alles in Ordnung. Verbindung herstellen. Sofort. Kontrolle an Techniker 347. 347, melden Sie sich. Verflucht! Hier spricht Direktorin Oaki. An alle Wacheinheiten. Höchste Alarmbereitschaft für die gesamte Anlage. Es befinden sich möglicherweise Eindringlinge an Bord. Tödliche Waffenladung ist autorisiert. Direktorin? Jemand manipuliert das Überwachungsnetz. Wie ist das möglich? Jungs, ihr müsst euch beeilen. Sie haben euch bemerkt. Was du nicht sagst. Kannst du sie hinhalten? Ich kann versuchen, sie durch falsch platzierte Aufnahmen von euch wegzulocken. Aber... ich glaube, es hat sich noch jemand in das Kameranetz gehängt. Was? Egal, ihr seid eh gleich da. Die nächste Abzweigung links. Au, Scheiße! Entdeckung! Ich hab doch gesagt, das hier war eine blöde Idee. Jetzt auf zu meckern und schieß! Jetzt sag was, verdammt! Garlin. Bist du okay? Die Schmerzen... muss kurz weggetreten sein. Du hast mir einen höllischen Schrecken eingejagt. Sie nennen mich nicht ohne Grund den Abscheulichen. Oh Mann. Garlin. Ich hab sie gefunden. Wen gefunden? Deine Leute. Was? Wo? Wie? Nachdem der Bund auseinandergebrochen war, bin ich alleine losgezogen, um sie zu finden. Um alles wieder gut zu machen. Mein Junge, es tut mir leid, dass ich das alles vor dir verheimlicht habe. Aber das ist jetzt vorbei. Hör mir gut zu. Verdammt. Sie haben sie entdeckt. Wen? Meine Leute. Alles wird gut, Vago. Vertrau mir, ja? Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen.
Was soll das? Rick? Hier drüben. Gar nicht. Nein. Geh weg. Du kommst mit mir. Wir sind so viele, Rick. Was du nicht sagst. Wenn wir die Deckung aufgeben, können wir uns gleich begraben lassen. Haben wir wieder Kontrolle über die Kameras? So gut wie. Evi! Evi, hörst du mich? Verdammt, die ballern uns die Deckung weg. Oh, was? Keine Bewegung. Nicht schießen. Wir ergeben uns. Die Waffe runter, Golvone. Sofort! Jetzt tu, was er sagt. Direktorin, wir haben sie. Sehr gut. Nehmt sie in Wir können versuchen, sie zu überrumpeln. Und seid nicht allzu sanft zu ihnen. Diesmal nicht, Kumpel. Los, die Hände nach oben! Und keine Bewegung. Ich wollte euch gerade dasselbe vorschlagen. Ach ja? Ja. Die Wärter bemerkten zu spät die Stimme hinter ihnen. Mit mechanischer Präzision schoss Evi einen nach dem anderen nieder. Und Sekunden später waren sie, Rick und Hubert, die einzigen in dem Korridor, die noch standen. Puh, also wenn Blicke töten könnten. In diesem Fall habe ich sie nur verletzt. Also beeilt euch, bevor sie wieder aufstehen. Okay. Hier lang. Warte. Erst brauchen wir frische Schießeisen. Gute Idee. Du gestattest. Zu freundlich. Okay, los jetzt. Wieso die lange Funkstelle, Püppi? Ich konnte nicht riskieren, dass sie die Übertragung abfangen. Ich dachte, mein Überraschungsangriff sollte lieber eine Überraschung bleiben. Klar. Drohne, zu mir! Passt auf das Ding auf. Ohne den Transmitter sitzen wir hier fest. Evi, was ist mit der Eric? Liegt auf Autopilot. Und die Kameras? Dann kannst du von hier aus daran rumschrauben. Sinnlos. Sie haben sie längst wieder unter Kontrolle. Verdammt. Gut, dann schlagen wir uns eben zu dritt bis zur Zelle durch. Die Tür da vorne. Gleich dahinter liegt der Trakt. Oh, was zur Hölle? Oh. Die Tür zum Zellentrakt hatte sich geöffnet. Und gute 2 Meter über dem Boden schwebte ihnen ein alter Borgone mit schwarzem Fell entgegen. Seine Arme und Beine baumelten kraftlos herab. Erst im nächsten Moment registrierten die drei das Flirren in der Luft. Eine langgezogene humanoide Form, so gut wie unsichtbar, trug den Borgonen auf der Schulter. Es schien, als hebe sie den Arm zum Gruß. Oh, das kann nichts Gutes sein. Wohl kaum. Evi! Püppi! Eure Waffen. Erschießt euch gegenseitig. Alle Kameras sind wieder online. Es wurde auch Zeit. Zeigen Sie mir alle Aufnahmen von Ebene 12, Trakt 3. Sofort. Was? Rick spürte den Einfluss des Fremden wie Eisfinger, die sich in sein Gehirn krallten. Aus jeder Pore schwitzend, sein Hals starr, unfähig sich zu bewegen, blickte er aus den Augenwinkeln zu Hubert. Hubert, gib dagegen an. Versuch es. So standen sich die beiden Freunde gegenüber und einer zielte auf den Kopf des anderen. Ricks Finger krümmte sich um den Abzug.
konnte spüren, wie sein Widerstand die Kreatur aufputschte wie eine Droge. Tu es. Er würde ihn töten. Tu es. Er würde seinen besten Freund töten. Nein! Sein Geist bäumte sich ein letztes Mal auf. Daneben. Aber sehr beachtlich. Oh Christus, oh verdammter Schuss. Leider fehlt mir die Zeit für noch mehr Drama. Garlin, jetzt! Hinter der flirrenden Gestalt erschien ein vertrautes Gesicht. Garlin warf sich auf den Fremden, würgte ihn mit den Ketten seiner Handschellen. Der Fremde ließ den Borgonen fallen und kämpfte darum, die Ketten zu lösen. Rick! Garlin, runter! Check beim nächsten Mal vorher, ob dein Ziel laserresistent ist, du Arschloch! Pöppi! Ivy! Ivy, bist du okay? Ja, ich bin okay. Vago! Hey, Vago, alles noch dran? Ja, das so. Was ist mit dir, mein Junge? Ich habe Kopfschmerzen, als hätte mich ein fordianischer Kreuzer erwischt. Oh, der Laser war ja harmlos, aber ich... Oh, der Typ hat mich für eine Weile ausgenockt, als ich gegen... Ja, dafür später noch Zeit. Wir müssen sofort aufs Schiff. Sie sofort. Gehen nirgendwo hin. Ivy, der Transmitter! Ja, schießt! Sie sind auf Ihrem Schiff in die Raumjäger und nehmt die Verfolgung auf. Zu Befehl! Wer ist da? Sie werden mir freies Geleit aus der Anlage geben. Ja, das werde ich. Verdammt, das war haarscharf. Hubert, wir droppen volle Kraft und bringen uns raus aus diesem System. Sofort. Sind sonst alle unversehrt? Ja. Alles, Roger. Ich nicht. Oh. Vago, nein, nein! Eine Laserwunde. Sie müssen ihn genau in der Sekunde erwischt haben, als los, wir... Los, auf die Krankenstation! Schnell! Komm schon, Vago. Du hältst das durch. Garlin, sein Herz und seine Lunge sind stark verletzt. Hört auf zu labern. Ihr kriegt das wieder hin. Das sieht nicht gut aus. Ihr kriegt das wieder hin. Mein Junge. Glaub ja nicht, dass ich dich so einfach abnippeln lasse. Du hast mir Antworten versprochen und die wirst du mir geben. Du kommst wieder auf die Beine und da wirst du mir endlich alles haarklein erzählen. Hast du verstanden? Mein Sohn, das tut mir leid. Nein! Befrag den Geist des Meeres auf der grünen Welt im Kashari-Sektor. Er führt dich zu den Antworten. Vago! Und wenn du sie findest, bitte vergib einem alten Piraten. Tu mir das nicht an! Garlin, ich hab dich belogen. Du warst kein Baby, als ich dich fand. Du warst ein alter Mann. Was? Befrag den Geist des Meeres. Und du wirst es verstehen. Aber hüte dich. Hüte dich vor der Albtraumzone. Sie wird... Vago, lass den Scheiß! Wach auf, Mann! Wach auf! Hier,
habt mich warten lassen, Gaurus. Und wo ist die Missgeburt? Entkommen. Nein! Nein! Es scheint, als müsstet ihr auf eure Rache verzichten. Nein! Nein, das darf nicht sein! Er muss! Ihr hättet euch die Sache nicht so zu Herzen nehmen sollen, Volano. Nicht jetzt! Nicht so! Ich werde euch helfen. Ich betrachte euer kleines Anwesen als Ausgleich meiner Unkosten. Ruhet in Unfrieden. Gut. Rick Future. Persönliches Logbuch. Hubert hat unsere Verfolger ziemlich schnell abhängen können. Trotzdem ist es wohl besser, wenn wir den chandagarischen Raum für eine Weile meiden. Keine Ahnung, wer die Kreatur war, die Vargos seiner Zelle entführt hat. Ich hoffe nur, dass wir ihr nicht so bald wieder begegnen. Wir haben Vargos sterbliche Überreste dem Eil übergeben. Ich wünschte, ich könnte mehr für Galen tun, als nur zu beteuern, wie leid es mir tut. Zumindest war unsere Mühe nicht ganz umsonst. Die beiden konnten sich voneinander verabschieden. Inzwischen hat sich Galen wieder halbwegs gefasst. Wir sind bereits auf dem Weg in den Kashari-Sektor, was ziemlich weit ab vom Schuss ist. Ich hoffe nur, das hilft ihm weiter. Ehrlich gesagt bin ich selbst ziemlich gespannt, was wir dort finden werden. Ja? Ah, Hubert hatte also recht. Du sitzt wahrscheinlich wieder in deinem Quartier und brütest vor dich hin. Ich habe koranischen Jenga gemacht. Oh, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Danke. Warte nicht zu lange, sonst ist er bald kalter Jenga. Efi? Ja? Komm her. Schau mich nicht so an, das musste jetzt sein. Gedankenkontrolle. Zum zweiten Mal. Du hast mir das Leben gerettet. Ja? Raus damit. Da ist etwas, das ich dir sagen muss. Na, jetzt mach's nicht so spannend. Ach, verdammt, ich hab's schon wieder vergessen. Dumm, was? Okay. Also, wenn's dir wieder einfällt, dann sag mir Bescheid, ja? Werde ich. Der Jenga? Ja, vergesse ich nicht. Danke, Efi. Ich komme gleich zu euch. Ich muss hier eben noch was fertig machen. Bis gleich. Befrag den Geist des Meeres auf der grünen Welt im Kashari-Sektor. Er führt dich zu den Antworten. Der Geist des Meeres. Nanu, Söhnchen, du allein auf der Brücke? Mir war gerade danach. Naja, solange du nichts kaputt machst. Es gibt übrigens frischen Jenga in der Küche. Beeil dich, sonst ist er weg. Hubert? Hm? Danke nochmal. Ich meine, dass du mitgekommen bist. Ich weiß, du hast es nur wegen Rick und Efi getan, aber
Naja, vielleicht nicht einzig und allein. Danke. Wie gesagt, frischer Djanga. Ja, bin gleich da. Und wenn du sie findest, bitte vergib einem alten Piraten. Garlin, du warst kein Baby, als ich dich fand. Du warst ein alter Mann. Sie hörten Rick Future, Episode 16, Piratenehre. Es sprachen Erzähler Markus Raab, Rick Future, Sven Matthias, Hubert, Ralf Sarge Pappas, Efi, Michel Martin, Garlin, Tom Steinbrecher, Vago, Helmut Kraus, Nalia, Sabine Graf, Oa Ki, Juliane Ahlemeier, Twisk, Rolano und Gaurus, Tim Gößler, Chirn, Dennis Trust, Kapitän, Sebastian Borutzki, Erster Offizier, Michael Gerdes. Wachen, Marco Rosenberg, Sascha Kubert, Robert Kehrig, Sven Vogler, Sebastian Borutzki und Jan Schröder. Funkstimme, Jochen Hintringer. Techniker, Dominik Schmeckpeper. Wärter, Martin Otto Wertsch, Tim Gößler, Sascha Krüger, Ronald Martin Bayer und Markus Mitsch. Gefangene, Paul Burkhardt und Hans-Peter Stoll. Computer, Christiane Marx und Tim Gößler. Intro und Outro, Tim Gößler. Skript, Dane Rahlmeier. Produktion und Musik sowie Arrangement des Intros, Tim Gößler. Original Rick Future Theme, Erdenstern. Design und Illustration, Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Tim Gößler und Dane Rahlmeier mit freundlicher Unterstützung von hörspielprojekt.de. Uhr Lodan auf des toten Manns Geleiter. Für dich, Helmut. Dein Stern leuchtet auf ewig in unserer Galaxis.